In diesem Video geht unser Ausflug an den schönen Vennekotensee. Der See ist ein Magnet für Urlauber, Angler, Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer. Am Seeufer entstand in den 1960er Jahren das Feriendorf Vennekoten mit 300 Einfamilienhäusern. Heute ist das ehemalige Feriendorf ein Wohngebiet. Am See gibt es auch ein Landhotel. Das Baden im See ist jedoch verboten. Der Vennekotensee ist ein künstlich entstandener See am niederrheinischen Fluss Schwalm. Der See entstand aus einer Kiesgrube und verläuft parallel zur Schwalm an deren linken Ufer. Der See bietet eine wunderschöne Umgebung für ausgedehnte Spaziergänge, Erholung und Natur pur. Die deutsch-niederländische Grenze ist nur 2 bis 3 Kilometer entfernt. Die niederländische Stadt Roermond kann nach 15 Kilometern erreicht werden. Seit Ende der 1990er Jahre ist Vennekoten ein eigener Ortsteil von Niederkrüchten. Es existieren ein Hauptweg und auch Wege entlang des Ufers durch den Wald. Als Besucher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es sich hier um ein Naturschutzgebiet mit hier lebenden bedrohten Tierarten handelt. Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette ist ein grenzüberschreitender Naturpark in Deutschland und in den Niederlanden. 21 Besucherzentren sind aktiv und informieren den Besucher über Land und Leute. Am Hauptweg entlang fließt dieses romantische Gewässer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.